Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und ich bin jetzt wieder zurück von der Matura-Reise. Ich komme jetzt gerade frisch aus Kroatien. Es ist jetzt gerade ziemlich spät am Abend, aber ich möchte noch gern hier dieses Video für euch aufnehmen. Und zwar haben wir die monatlichen Weekend League Rewards noch am Start. Die letzte Weekend League habe ich eben nicht gespielt, weil ich eben in Kroatien war. Und das müssten jetzt eben die monatlichen Belohnungen sein. Gold 2 habe ich erreicht, hier natürlich auch dann das Trikot. Gold 2 ist, denke ich, ganz passabel, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Schreibt mir auf jeden Fall mal rein, welchen Rang ihr in der Weekend League in der letzten einfach erreicht habt, was ihr monatlich auch geschafft habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Wir bekommen jetzt hier einfach mal 4 Foot Champions Versionen von Team der Saison Goldspielern. Das heißt, da sind jetzt 4, ja wirklich 4 TOTS-Spieler am Start. Ich hoffe so sehr, dass wir da jetzt wirklich eine geile Karte ziehen. Die haben dann eben das Design von den Foot Champions Karten. Komm, wir labern nicht lange rum. Wir setzen unseren Packler-Code auf. Den habe ich übrigens auch in Kroatien mitgehabt, weil es gab eine Party, die hieß Crazy Night. Und da bin ich einfach so hier rumgelaufen. Komm, Packler-Code ist da. Wir drücken drauf. In 3, 2, 1, go. Yes, es ist ein Walkout. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Den Hut habe ich beim letzten Mal auch runtergenommen und da haben wir dann Hazard gezogen. Es ist England, okay. Okay, Keane nehme ich mit, ist jetzt nicht so unglaublich krass. Ja, ich weiß nicht, soll ich mich freuen oder nicht? Es ist, ja, Keane ist in Ordnung. Den kann ich auf jeden Fall auch in mein Team einbauen. Ich weiß nicht, schauen wir einfach mal noch, was in dem Pack noch drinnen ist. Es ist halt ein 89er Rating, da kann halt jetzt echt noch was Krasses drinnen sein. Komm, 3, 2, 1 und... Ich bin gespannt und es ist okay, das ist nicht so gut. Da muss man ganz ehrlich sein, das sind jetzt ja, 2 88er noch, ein 87er. Also vom Rating her ist das natürlich ganz nice. Du bekommst hochgeratete Karten, aber mit einem Pazzini kannst du halt nicht viel anfangen. Der hat halt Werte wie ein 80er Goldspieler oder so. Dann der Fazio ist halt scheiße langsam leider und De Vrij geht eigentlich, aber den brauche ich halt eigentlich auch nie für irgendwelche Teams. Und dann eben noch den Keane. Den Keane, den kann ich ganz gut verwenden. Also den kann ich wirklich in mein Team einbauen. Also den könnte ich jetzt hier, ich schaue mal, ob ich jetzt die Mannschaft hier auch aktiviert habe. Den könnte ich jetzt hier für den Smalling einfach reinpacken. Würde ganz gut passen. Also ja, mal schauen, ob der besser ist als der Smalling. Hat ziemlich ähnliche Werte, nur im Defending. Und in der Physis auf jeden Fall noch bessere Stats. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt auch schon mit diesem kurzen Pack-Opening. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Videobeschreibung ab. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr gezogen habt in euren Monthly Rewards. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.